hasste Olivenöl seit Jahrtausenden, ist Olivenöl als eines der gesündesten Nahrungsmittel überhaupt bekannt. Seine antioxidativen Eigenschaften schützen vor Erkrankungen, seine Fettsäuren sind wichtig zur Entstehung einer Reihe von körpereigenen Hormonen, die Olive gilt seit langem zu Recht als Symbol. Zweite Avocados reich an ungesättigten Fettsäuren und Vitamin E gilt die Avocado seit langem als Aphrodisiakum aus der Natur. Schon der Wort etymologische Ursprung des Wortes Avodau, das Artigenwort Avocado soll Hoden bedeutet haben. Na denn. Drittens, es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Studien, die die aphrodisierende Wirkung von Nüssen bestätigen, allein die vielen gesunden Fette, Vitamine und Ballaststoffe schützen die Gefäße und regen die natürliche Hormonproduktion an, einige Studien wollen kürzlich darüber hinaus herausgefunden. Viertes, Steak, wer ein saftiges Steak isst, nimmt genau die Portion Kraft, Eiweiß und Spurenelemente zu sich, die für eine heiße Liebesnacht gefragt sind. Das funktioniert, aber nicht langfristig. Eine Reihe von Studien belegen, dass der Konsum von rund 300 Gramm rotem Fleisch am Tag eher dazu führt, dass sie... Fünfte, Eier besser sind Eier. Auch hier sind genau die Spurenelemente enthalten, wie zum Beispiel Zink, Kalium und Selen, die der Potenz dienlich sein können und jenen, die die Fortpflanzung im Sinn haben, das Spiel der Spermien erleichtern. Sechste, Fisch, manche fetten Seefische wie Hering, Thunfisch oder Lachs enthalten genau jene Omega-3-Fettsäuren, die die Durchblutung anregen und damit auch als natürliche Aphrodisiaka gezählt werden. Das erklärt, warum der mediterrane Mann diesbezüglich einen so guten Ruf hat, es ist seine Diät. Siebte, Austern, nicht jedermanns Sache, weder vom Geschmack her, noch von der Konsistenz. Doch irgendwie ahnt man, wer die, lebende, Auster verdrückt, kann besser, länger und intensiver. Wie gesagt, Geschmacks ist Kopfsache und wer soweit nicht denkt, behilft sich damit, dass die extra Portion Zink die 8. Chili als natürliches Viagra wird die Chilischote vielerorts gepriesen. Und in der Tat, der Scharfmacher ist ein Kreislauf in Gangbringer erster Güte. Das Glückshormon Endorphin wird zudem ausgeschüttet, die Durchblutung angeregt und ätherische Öle sorgen dafür, dass auch die Dame mehr Spaß. Neunte, Brokkoli. Der Brokkoli ist eines der gesündesten Gemüse überhaupt, besonders reich an Mineralstoffen wie Zink, Kalium, Calcium, Eisen und Natrium regt er die natürliche Hormonproduktion an und hilft auf der anderen Seite mit seinen sekundären Pflanzenstoffen bei der Therapie zu schweren Erkrankungen. Zehnte, Blaubeeren, eine Reihe von Beerenfrüchten, so haben es in den letzten Jahren einige voneinander unabhängige Studien herausgefunden, verfügen über so große Mengen an Antioxidantien wie Vitamin C, Eisen, Magnesium und weitere zellerhaltende Schutzstoffe, dass deren Wirkung die Blutgefäße insorgt.